und erfüllst ihr Dasein, so dass sie Kinder bleiben und doch in Ewigkeit vollendet sind. Denn alles Angefangene vollendest du. Gott, in deinem Himmel leuchten wie ewige Sterne die Angesichter der Alten und Weisen. Gott, du ließest unsere Jugend und die Jugend der Völker, sie sühnen mit der reifen Opfergabe die Schuld des Menschengeschlechts. So schenktest du der Ewigkeit den ganzen wunderbaren Reichtum der Menschheit nach Alter und Geschlecht. Bei dir gibt es kein zu früh, sondern immer nur deine Stunde. Ort der Erquickung, die Klarheit deines Lichtes und die Seligkeit ewigen Friedens finden. Hinnieder aber tröste die immer noch große Schar der Trauernden, der Väter und Mütter, der Brüder und Schwestern, der Bräuten, der Gattinnen, die jetzt Witwen, die Kinder, die so früh Waisen geworden sind. Stärke sie und uns alle mit der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten und den Tag des ewigen Wiedersehens. Nimm alle Opfer der Leiden gnädig an und lass sie fruchtbar werden in deinem Reich für Volk, für Vaterland, für alle Menschen, für Zeit und für Ewigkeit. Euch aber, heimgegangenen Brüder und Schwestern, nehmen wir mit in Gott. Im Gebet seid ihr bei uns nahe, im Herzen seid ihr bei uns. Seid in unseren Kämpfen das ruhige Leuchten, der feste Sieg, die dauernd gute Hoffnung, Pfeiler daran wir uns lehnen, wenn die Meute uns umkläfft. Bleib uns wie eine gute Hand, wie ein teurer und treuer Name. Herr, leuchtende Sonne, erwärmende Helle unsere Welt aus den Wohnungen der Verstorbenen. Herr, möge schwinden die bittere Zeit der Trennung, gib uns allen deine Vollendung und im Himmel einmal ein frohes Wiedersehen. Wir bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ursprüngliche und unverfälschte Bild der Banater Schwaben und ihr
von ihnen geschaffenen und mit ihr verwurzelten Heimat noch voll als Erinnerung in den Herzen und Seelen aufgenommen, um es nun behütet und idealisiert im tiefsten Innern als teures Gut, als schmerzliche Sehnsucht, untrennbar von uns, mit uns herumzutragen. Wir empfinden es als tiefe Trauer um das Unwiederbringliche, das der Denker als unzertrennlichen, notwendigen Bestandteil jeglicher menschlicher Kultur definiert. Heimatverlust, verehrte Anwesende, ist auf vielfältige Weise möglich. Wir, Banater Schwaben, gehören nicht zu jenen 15 Millionen Ostdeutschen, die in den ersten Nachkriegsjahren, sofern sie nicht geflüchtet waren, auf brutalste Weise wie Vieh zusammengetrieben und aus dem Lande ihrer Vorfahren gehetzt wurden. Ein Verbrechen sondergleichen in der europäischen Geschichte des zweiten Jahrtausends, das für 3 Millionen deutsche Menschen, Frauen, Kinder, Greise, den Tod durch Erschöpfung, Verzweiflung, Mordgier bedeuten sollte. Wir Banater Schwaben, liebe Landsleute, wurden auf viel subtilere Weise vertrieben, obwohl auch unser Blutzoll nicht gering war. In immerwährender rechtlicher und physischer Unsicherheit lebend, zuerst teilenteignet und verschleppt, dann gänzlich beraubt und wieder deportiert, mussten wir alle Phasen des Zitterns und Bangens, der leiblichen und seelischen Misshandlung, der Entrechtung und Demütigung kennenlernen. Angeödet von diesem menschenverachtenden System da drüben, waren wir von Beginn an. Es war das Wissen um die Unhaltbarkeit, Unrettbarkeit unserer Heimat von der Zerstörung, der immer stärker lassende Druck der Zersetzung unseres Volksstammes, das Bewusstsein in den Händen engstirnischer Kreaturen, charakterlicher Gnomen oder widerlicher, zu allem fähiger Schergen zu sein, die auf verschiedenen Ebenen der Staats- und Parteiorgane bis in unsere Reihen hineinwirkten, was in uns schließlich den Entschluss geboren hat, diesem den Menschenhandel praktizierenden System auf alle Arten, auf alle möglichen Weisen und mit aller Energie zu entrinnen. Nicht Abenteurertum oder der verlockende Wunsch nach einem üppigen, genussvollen Leben haben uns aus unserer Heimat gelockt, sondern die bedrückende Sorge um die Zukunft unserer Nachkommen haben uns dazu gezwungen, untreu zu unserer angestammten, mit Blut, Schweiß und Tränen unserer Vorfahren getränkter Heimat, deren Banater Gräber immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit unseres Handels aufkommen lassen haben. Dieses alles darf man uns nach all dem durchstandenen Leid nicht vorwerfen. Verehrte Landsleute, liebe Anwesende, man ist allgemein bestrebt oder zumindest versucht, für den Verlust unserer Heimat den Zweiten Weltkrieg als alleinige Ursache hinzustellen. Verehrte Landsleute, dass unser Gewissen frei jegliche Schuld ist. Wir waren ein unbewusster Versuch der Gestaltung einer multikulturellen Gesellschaft. Wir waren eben auch ein bisher kaum beachtetes Opfer dieses Experiments.
es müsste uns zu denken geben. Oh.
Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Kirchweihfest 1990. Thank you.
der Vortanz. Thank you.
und Deutschlands lang ersehnte Einheit. Am Haus Europa wollen wir bauen und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Heute aber ist Kirchweihtag. Da vergessen wir Sorgen und Plag, denn wo die Freude sich blicken lässt, da halten wir sie fest.
Thank you.
Thank you.
So, liebe Leute, so leid wie es uns so tut, wir müssen irgendwann Schluss machen. Wir machen noch einen ganz kurzen Marsch und dann machen wir Schluss. Einverstanden? Zingezange, Zingezange! Hey, hey, hey! Zingezange, Zingezange! Hey, hey, hey! Prost, ihr Säckles. Wir danken für euren Versuch. Wir danken euch für euren Versuch. Wir machen jetzt noch kurz das Kälber-Stickelchen, dass wir nicht vergessen bis nächstes Jahr. Und bringt Ihnen viele Grüße. Tschüss und auf Wiedersehen.